Moin moin und heidi ho, ihr Lieben. Hier ist eure Mathilde. Ihr ahnt es vielleicht schon, fürchtet es. Wenn ihr mich hier alleine seht, bedeutet das, Heinrich hat ein Problem mit seinem Rechner. Diesmal liegt es allerdings nicht daran, dass... was wollte ich jetzt sagen? Dass die Hardware Probleme macht. Nein, diesmal ist es die Software. Wenn er möchte, kann euch das Heinrich bei Gelegenheit mal genauer erläutern. Nur so viel meinerseits, der Rechner läuft wieder gerade. Nur hatte Heinrich jetzt so viel Ärger mit dem Ding, dass er gerade schlicht und ergreifend keine Lust hatte, mit mir Conan zu spielen. Der muss sich erstmal anderweitig abregen. Aber keine Bange, er wandelt weiterhin auf den Spuren von Arnold Schwarzenegger. Nur kloppt er sich jetzt im Dschungel mit einem technisch gut ausgerüsteten Alien. Mit anderen Worten, er spielt Predator. Wird's entweder demnächst ein Video geben oder es ist schon online. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja, genau. Also, was steht an? Dadurch, dass ich ja jetzt alleine bin, werde ich nicht ganz das machen, was wir letztes Mal angekündigt hatten. Wir haben ja gesagt, dass wir Sternmetall farmen wollen. Das wird jetzt erstmal nichts. Da will ich auch nicht zu viel vorpreschen. Das möchte ich auch mit Heinrich zusammen machen. Aber ich werde jetzt erstmal zurück in unsere Hauptbasis gehen und werde unsere Nordexpedition einfach schon mal ein bisschen vorbereiten. Rittersporn. Steht da hinten. Na gut, Rittersporn kommt hinterher. Ich habe den jetzt mal eingestellt auf Bewache mich. Der kommt schon nachgelaufen. Genau, also ich beam jetzt in unsere Hauptbasis und bereite unsere Nordexpedition vor. Mit anderen Worten, ich baue Öl und Sprengpfeile. Eine gehärtete Stahlpike habe ich ja schon. Ich glaube, Heinrich hatte ich auch schon sogar eine gemacht. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Und dann mal gucken, wie viel Zeit dort schon vergangen ist. Dass die Aufnahme nicht zu lang und zu kurz wird. Gucken wir dann mal, wie weit wir dann so sind. Und dann, keine Ahnung, gucke ich nochmal, ob ich ein Zweier-Schleppo kriege. Die Schleppos, die ich ja so jetzt gekriegt habe, waren alles Einser-Schleppos. Ich meine, ich habe sie trotzdem mitgenommen. Haben oder nicht haben. Haben ist besser. Boah, gucken wir mal. Oh, da ist ja der Rittersporn. Der läuft einfach vor. Was ist denn das? Ja, also ich bin mal gespannt, wie das da mit diesem neuen Begleitermenü ist. Ich werde jetzt auch mal diesen Tipp beherzigen, der uns genannt wurde. Rittersporn kriegt neue Kleidung. Ich werde die einfach einfärben, dass man weiß, jo, das ist meine. Ja, Mathilde hat ja immer gerne gefärbte Rüstung. Und da kriegt der was Personalisiertes. Hm, wissen wir, der gehört zu mir. Und dann trägt er entweder hier diese schicke Rüstung oder eben die warme, kuschelige Rüstung. Dass ich auch immer schön was zum Wechselkleidung dabei habe. Ist zwar auf der einen Seite schade, dass dann unsere Sklaven keine Einheitskleidung mehr haben, weil das fand ich eigentlich ganz cool. Aber manchmal muss man da Abstriche machen, wenn was anderes sinnvoller ist, seien wir mal ehrlich. Und ich laufe gerade wieder doof. Dum, 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 dum. Ich guck mal, was die Zeit hergibt. Man könnte ja auch noch in der namenlosen Stadt nach Machtfragmenten suchen. Fand ich auch nett, dass ihr darüber so ein bisschen philosophiert habt, was man damit anfangen kann. Der eine meinte, tauscht die auf jeden Fall gegen Erfahrungspunkte ein. Ein doofer Schuhschnabel. Böser Vogel. Und der andere meinte, dafür gibt's Rezepte. Mal schauen. Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen werden. Wir werden mal sehen. Heinrich ist ja jetzt erstmal froh, auf Level 60 zu sein.
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich doof laufe. Ah nee, da geht's hoch. Du, di du, di du, du. Ja, falls ihr die Melodie aus der letzten Folge nicht erkannt habt, das war selbstverständlich die Gummibärenbande. Ich fand, das konnte man sogar auf fünffacher Geschwindigkeit ganz gut hören. Ah, wie laufe ich denn hier lang? Ah, nee, doch, ich bin noch fast an unserer Basis. Ah. Weil auch auf fünffacher Geschwindigkeit war dieses Gummibären immer sehr gut zu hören. Aber ich glaube, das mache ich. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache. Keine Ahnung. Könnt ihr mir ja schreiben, ob ihr das wollt, dass wir sowas nochmal machen. Vielleicht kriegen wir ja auch Heinrich dazu, sowas mal zu machen. Oh, ich krieg gerade hier einen ganz bösen Blick von der Seite. Ja, Rittersporn wird hier auch... Hey. Alter, du Tigerschen. Oh, sag ich auch schon, dass das ein Tiger ist. Das ist ein Panther. Tiger gibt's woanders. Rittersporn wird schon irgendwann auftauchen. Den mache ich mir tatsächlich nicht so viele Sorgen. Rittersporn folgt. Kleiner Wurm bewacht. Läuft. Warte mal, wer kehrt nach Hause zurück? Bagheera. Hm. Genauso wie Black Panther und Banzai? Hm. Ed ist auch noch irgendwo. Honk ist auch noch irgendwo. Carsten auch. Rambo der zweite auch. Meine Güte, wir haben ja viele. Faszinierend. Na gut. Ja, ach ja, genau. Ich wollte nach Hause. Oh, der war's. Warum ist ein Rittersporn noch da hinten? Oh, da steht doch auf Folgen. Was soll das denn? Kann ich jetzt erstmal so lange keinen Getreuen nehmen? Wiegt er denn seinen Hintern oder steht er da jetzt einfach nur? Das fände ich ja jetzt sehr doof. Hm. Muss ich mal schauen, so im Laufe der Folge, wie sich das entwickelt. Menno. Ich wollte ihm doch Klamotten anziehen. Narf. Vielleicht taucht er hier ja noch auf. So. Ölpfeile und Sprengpfeile. Gucken wir mal. Giftpfeil, Halbpfeil, Stahlpfeil, Leuchtpfeil, Elfenbeinpfeil. Oh oh. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Oh. Waffen. Die sieht ja lustig aus. Da. Spezialistenmunition. Oh Gott sei Dank, ich habe noch genügend Punkte dafür. Halleluja.
Da habe ich aber Glück gehabt. Da habe ich aber Glück gehabt. So. Ölpfeil. Was brauchen wir da? Teer, leuchtende Essenz und Eisenkopfpfeile. Ich sehe, da kann ich erstmal Eisenkopfpfeile machen. Und Sprengfall. Drachenpulver. Uiuiuiui. Und Teer. Okay, dann stellen wir doch erstmal eine Fuhre Eisenkopfpfeile her. Was? Warte mal, Teer packe ich hier auch mal rein. Ach, Gott sei Dank, hier haben wir wenn auch noch Teer. Das ist gut. Steine gehen dahin. Ach ja, Purpurlotus hatte ich ja gefunden. Leuchtende Essenz ist woanders. Ah ne, bei Tränke hatte ich die. Da. Gott sei Dank, wir haben schon eine ganze Menge leuchtende Essenz. Das ist gut, aber ich bringe, glaube ich, erstmal das Fleisch nach oben. Guck ich mal, was ich Leckeres kochen kann damit. Was scharf gewürzt ist, ist ja vielleicht nicht das Schlechteste, wenn wir in den Norden wollen, ne? Rezept Honigbrot. Ach ja, Brot. Festmahl für Mitra kann ich hier machen. Feurig scharfe Fischplatte. Chili nach Wüstenart. Feurig scharfe Raupen, das ist was für Heinrich. Gewürzte Keule, ja, machen wir auch mal. Man keine feurige Keule machen? Finde ich ja langweilig. Dann brauche ich Fische. Fischi. Gut, dass wir so viel haben. Aber ich muss erstmal Zeug loswerden. Ich schleppe viel zu viel Zeug mit mir rum. So. So, jetzt kann ich auch wieder Fischis tragen. Sind hier alle gekocht? Alle gekocht. Das heißt, ich muss so Fischi holen. Ach. Guck mal, hier habe ich sogar schon eine feurig scharfe Fischplatte mal gemacht. Da mache ich doch noch mehr von einfach. Packen wir erstmal dorthin. Pflanzen packen wir zur Seite. Ah, hör auf zu haken. Kleidung, Pflanzen und Samen. So, Färbemittel. Dann die Pfeile packe ich auch mal zur Seite. Warum bin ich so schwer? Okay, ich schleppe ein bisschen Holz mit mir rum. Duh. Oh, ich habe Rittersporn zu bewegen beordert. Ich habe keine Ahnung, welche Taste das gerade war. Er steht aber nicht mehr da, wo er war. Er ist jetzt hier. Okay. Oh, hallo Rittersporn. Okay. Wenn ich jetzt noch rausfinde, wo ich das gemacht habe, wäre das super. Egal, Rittersporn ist da. Ich bin erstmal happy. Da schaue ich mir einfach nochmal die Steuerung an. Jetzt hätte ich gerade gedacht, ich hätte ein Kind weinen gehört, aber nein, mein Kindlein schläft noch brav. Oh, kann auch sein, dass das die Katze war. So, Teerkugeln, die kann ich hier aber auch hinpacken. So.
Dann... Warte, habe ich Herzen? Die kann ich noch in den Seed-Tempel packen. So, das machen wir mal ganz fix. Ja, diese zigtausend Gegengifte. Kann man die irgendwo verkaufen? Wir haben keinen Platz für... Ich glaube, ich stelle hier nochmal Gegengiftschränke auf oder so. Ich glaube, das macht... Mach Gegengift-Truhen. Können wir dann füllen. So. Dann, genau, ich kann euch das ja mal zeigen. Im Rad der Schmerzen, die müssen jetzt fertig sein. Ich habe zweimal hyrkanische Träger. Yeah. Level 1. Bäh. Ach ja, Fisch. Feurige Fischplatte. Du, dann gehe ich mal an den See. La la la. So. Meine eine Reuse. Schmackhafte Fische. Ach komm, ich nehme alle. Ja, ein paar unappetitliche Schalentiere nehme ich mit. Aus meinen ganzen Fallen hier. Ich soll wieder ein bisschen so Wundsekret kriegen. Auf jeden Fall werden wir nicht verhungern. Wie ihr seht. Eher im Gegenteil. Ich weiß langsam nicht mehr hin, wohin mit den ganzen Schalentieren. So viel futtern wir nie im Leben. Heinrich sowieso nicht. Der weiß nämlich nicht, dass Fisch lecker ist. Aber auf jeden Fall kriegen wir eine ordentliche Menge Wundsekret wieder raus. So, was wollte ich hier machen? Ah, ich könnte nochmal Salz machen. Dann könnte ich Honigdörfleisch machen. Hier erstmal was mit. So, sonst kann ich ja gar nichts reinpacken. Das verdorbene Fleisch, geht weg. So, hier, schmackhafter Fisch brauche ich, glaube ich, für die feurig scharfe Fischplatte. Was? 5 herstellen. 5 herstellen! Ah. Keine Ahnung, warum der da manchmal so zickelsch ist. Ja, was mache ich jetzt mit dem Rest? Ich sag ja, wir können uns totwerfen mit Essen. Schlimm, 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 schlimm. Denk, denk, denk. Denk, denk, denk. Ich wollte Sprengpfeile machen. Und Ölpfeile. Genau. Was war es doch mal, was mir da gefehlt hatte? Ölpfeil, leuchtendes Zentrum, da fehlt mir doch eigentlich gar nichts. Und so, Sprengpfeil, Drachenpulver, genau. Drachenpulver. Ach, da brauche ich ja nur Schwefel für. Ha, das ist ja super. Oh, und Dämonenblut. Das finde ich blöd, weil das habe ich eigentlich gerne für was anderes. Egal, wir brauchen Sprengpfeile. Also, oh, ich muss hier einfach mal... Also, wenn ich fies bin, dann schleiche ich mich hier irgendwann mal an Heinrichs Truhe und nehme ihm seinen Goldschatz weg. Das würde der bestimmt nicht mehr. Was ist mit meinem Goldschatz? Oh, hier sind Machtfragmente. Ich glaube, ich esse, nehme eins davon. Nur eins, das andere ist für Heinrich, ne? Ah, benutzen. Juhu, ich habe Talentpunkte erhalten. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte Schwefel holen. Genau, danke. Schwefel, Schwefel, Schwefel. Haben wir gar keinen Schwefel mehr?
muss ich Schwefelfarmen gehen. Faszinierend. Ach, hier ist noch ein bisschen Schwefel. Oh. Stahlfeuer brauche ich auch da. 50 Stück. Oh. Wie viele Pfeile kriege ich denn da bitte raus? Okay, die wird man wahrscheinlich nicht ganz so viel brauchen, aber trotzdem. Was? Nur 10 Sprengpfeile von 50 Stahlfeuern? Boah. Leck mich doch am Arsch. Ja, dann muss ich wohl doch Schwefelfarmen gehen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ach, da habe ich ja immer noch unappetitliche Schalentiere. Kein Platz mehr drin. Och, Leute. Geh weg, du verdorbene Schleimsuppe. Geh weg. So. Ich muss mich doch hier noch ein bisschen ausleeren. Hier, die Glasflaschen, die muss ich doch schon mal nicht mit mir rumschleppen. Ich kann auch bei den Färbemitteln bleiben. Die klauen uns auch nicht. Ich meine, die machen jetzt nicht so den Kohl fett von dem, was ich schleppen muss. Aber egal. Hier, aber die Steine, die packe ich mal da rein. Kriege ich nämlich so ein bisschen Salz. So, dann nehme ich mir gleich einfach mal Schleppo mit. Wird ja Zeit, dass die mal was tun, ne? Und ein bisschen Stahl. Und ein bisschen Leder. Okay. Nehme ich mir einmal schnell eine Schleppo. Du kriegst gleich noch irgendwie Werte, Verhalten. Das ist eine Schlepperin. Also ist das nicht Schleppo, sondern Schlepper. Auch ein Schwertchen hat die auch. Ach nee, komm Mädel, du kriegst was Besseres. Follow me. Ich sagte, follow me. Ah, hier, komm, du kriegst eine schöne Axt. Die Axt des Torwächters, Schlepper. So. Und du brauchst andere Klamotten, Mädel. So kannst du ja nicht rumrennen. Ja, du kriegst hier jetzt mal so eine Lemurenkleidung. Wobei eigentlich... Ja, doch, doch. Die kriegt die Lemurenkleidung. Weil, wenn ich eine Schlepperperson mit in den Norden nehme, dann... soll die wenigstens Stufe 2 oder 3 sein. So, aber wir gehen dann jetzt erstmal Schwefel abbauen.
Und dann kann die auch so ein kleines bisschen trainieren. Brauche ich ja auch noch. Ist ich überhaupt sinnvoll? Natürlich nicht. Wohnt man hier schon so lange und rennt trotzdem irgendwie in die falsche Richtung? Nee, 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 nee. Du-du-du-di-du-di-du-di-du. Ich habe kein Abholtemesser mit. Ach, Kaninchen, du hast, oder Hase, du hast Glück. Ich habe gerade keine Lust, dich zu töten. So, ja, genau. Nervige Steinnasen. Dass sie auch so nervig sein müssen. Scheiß Kopfzeug. Fangen wir doch mal hier. Oh, oh, ich dödel. Hier ist ja Gas unten. Oh, muss ja erst noch die Atemmaske aufsetzen. Oh, Schlepper ist schon eine Stufe aufgestiegen. Wie praktisch. So. Oh, der zittert. Habt ihr es gesehen? Die Steinnase hat geblutet. Faszinierend. Oh, Schlepper ist noch eine Stufe aufgestiegen. Huch. Wie steigt der pro Steinnase um eine Stufe auf? Wie krass ist das denn bitte? Zu futtern, Mädel. Wobei, nee, dir gebe ich nicht das Gute hier. Nimm meine Schalentiere. Wäre ja auch ein bisschen blöd, wenn ich jetzt mit der Tussi hier ein bisschen zu leichtsinnig werde und die mir wegstirbt. Das fände ich jetzt auch nicht gut.
irgendwie. Auch wenn die jetzt nicht so die stärkste Begleiterin ist, aber die müssen ja nicht unnötig sterben, ne? Das muss ja auch nicht sein. Also, finde ich jetzt so zumindest. Jeder von meinen Begleitern, der stirbt, ist einer zu viel. You picked the wrong fight. Hey, geh weg, du Baum. Dass man hier nicht mal in Ruhe diese Dinger umhauen kann. Das ist einfach nervig. Also wie es aussieht, kriege ich die hier noch in unserer Expedition auf Stufe 10, wenn das so weitergeht. Da vorne. Ich meine, Herr Heinrich macht das ja auch natürlich ganz praktisch immer mit seinem, mein Rechner funktioniert nicht. Dann lässt er hier dieses ganze nervige Farm. Ganze nervige Farmerei überlässt er der kleinen Mathilde. Ne, so, Frau, besorg mal. Das kriegt er alles noch irgendwann zurück. So, die habe ich schon erlegt. Ich glaube, ich klaue ihm einfach sein Gold. Wenn er es ihm nicht verratet, bei einem Kommentar oder so, ich wette, der merkt das nicht. Ich glaube, ich würde es ihm auch gar nicht direkt wegnehmen. Also so nach dem Motto, dass ich es wirklich gleich zu Pulver verarbeite. Das würde ich glaube ich. Ich glaube, ich würde es einfach halt verstecken. Ich weiß jetzt nicht, ob Heinrich oder da irgendwas ich rede. Ich rede ja gerade schon ein bisschen leiser bewusst. Und ich weiß, er hat Kopfhörer auf. Aber trotzdem. You picked the wrong fight. Ich glaube, ich mache das. Ich verstecke einfach seine Sachen. Gucke, ob sie auffällt. Oh, er ist gerade dem Jäger entkommen. Er winkt übrigens gerade seinem Bildschirm zu. Ich habe den Predator zum gefunden, der habe ich nicht bekommen. Wunderschön. Ja. Alles gut. Ich muss ja gleich beim Rechner mal. Ja. Du kannst das ja gerne in der nächsten Folge unseren Zuschauern erläutern, warum du deinen Rechner neu machen musst. Ja, denkst du, die hören gerade, was du da vor dich hin murmelst? So, Schlepper, wie siehst du aus? Boah. Hast ganz gut was abgekriegt. Das muss man abkönnen, Mädel. Ist hier nicht zum Vergnügen.
glaube, wir haben auch gleich... Oh! Ah! Scheiße! Ich muss hier weg! Ah! Nein, meine Maske ist kaputt! Ah! Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben auch so langsam genügend Schwefel. Da geht die Maske kaputt. Dann holen wir noch ein bisschen Stein und Eisen auf dem Rückweg. Davon kann man nie genug haben. Weil irgendwie so super weit bin ich jetzt doch nicht gekommen mit meinen Reisevorbereitungen, stelle ich gerade fest. Ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit nur Schwefel geholt. Ich glaube, es ist schon sinnvoll, mehr als 10 Sprengpfeile zu haben. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das so ausreichend ist. Es müssen ja jetzt vielleicht nicht unbedingt Hunderte sein, aber 20, 30, glaube ich, wäre schon gut. Oh, oh, was ist das da auf diesem kleinen Monitor? Nein, alles gut. Ich hatte schon befürchtet, wir hätten einen Nuki-Notfall. Aber ist alles gut. Muss man ja manchmal so schauen bei der Kleinen. Und ist jetzt eigentlich schon im Bett und schläft brav. Wie das süße Kind, das sie ist. Aber manchmal klappt das nicht ganz so wie geplant. Der eine oder andere von euch kennt das ja selber. Ich freue mich jetzt schon nicht darauf, dem Kind den Nuki abzugewöhnen. Aber egal, das haben schon viele hingekriegt. Wir werden das auch hinkriegen. Und ich denke, es ist leichter, einem Kind den Nuki abzugewöhnen, als den Daumen. Ich sehe gerade hier, so super viel Tragkapazität hat die aber auch nicht. Das ist ja nur eine mehr als hey, das ist meins. Das ist ja tatsächlich nur eine Reihe mehr als die Standardbegleiter. Ich meine, so ein Tierbegleiter hat da mehr Slots. Na gut, aber es wird ja wahrscheinlich reichen um das Sternmetall. Ich weiß ja nicht, also da, habt ihr schon gesagt, da kommen halt ein paar Meteoriten runter. Das wird nicht so viel sein, wie wir hier immer bei unseren Eisen- und Stein-Sessions abbauen. Das wird nicht zu viel sein. Was das Ganze natürlich auch noch wertvoller macht. Aber mal gucken, vielleicht kriege ich es ja... Vielleicht kriege ich es ja hin, dass ich mich mit Heinrich da schön irgendwie in den Schnee setze. Dann trinken wir einen kleinen Met, knabbern ein bisschen scharfen Fisch und schauen den Meteoriten zu, wie sie runterplumpsen und hoffentlich nicht auf unsere Nase. Soll jetzt aber auch erstmal reichen. Hä? Ich habe die schon wieder zu bewegen beordert. Es muss irgendeine Schnelltaste sein, die ich noch nicht als solche identifiziert habe.
Egal, ich gehe jetzt erstmal zurück. Ich will wenigstens noch ein paar Spreng- und Ölpfeile herstellen, sonst habe ich das Gefühl, das war so vergebens hier. So, und dafür brauchte ich Teer und... Ah, fuck, ich muss ja auch noch Alchemist... Alchemistische Grundsubstanz herstellen. Ach, Quatsch, nicht Alchemist. Stahlfeuer war es ja. Oh, Gott sei Dank, hier ist ja noch Stahlfeuer. Puh. Gott sei Dank. Zwei kann ich herstellen gerade mal. Na gut, aber dann haben wir ja 30 Pfeile. Sprengpfeile. Was brauchte ich noch für Ölpfeile? Leuchtende Essenz. Dann machen wir davon auch einfach 30 Stück. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Oh, jetzt habe ich nicht genug Teer. Das darf doch nicht wahr sein. Ich doch am Arsch. Ach, und ich brauche nur... Ich brauche 7 Teer dafür. Narf. Ah, wie gut, dass ich hier noch Teer habe. Dann nehmen wir hier mal das Drachehorn raus. Den Teer da rein. Oh. Kann ich ja richtig viele herstellen. Aber ich glaube 30. Na, 40 reichen. So, dann nehme ich von dir mal das hier. Ja, ich bin überbelastet. Uhuhuhu. Sprengpfeile und zweimal Ölpfeile noch, dann haben wir auf jeden Fall genug davon. Wieso schleppe ich einfach das eiserne Breitschwert von Schlepper mit mir rum? Das braucht doch kein Mensch. So, 30 Ölpfeile? Egal, wir haben 30 Sprengpfeile, 30 Ölpfeile. Ich denke, das sollte erstmal reichen. So, Schlepper, du brauchst mir jetzt erstmal nicht mehr folgen. So, Schlepper folgt mir nicht mehr. Da. Kommt doch rum. Ich kann die färben. So. Oh nein, ich brauche menschliches Herz zum Reparieren. Ah, ich habe die menschlichen Herzen verbraten. Ich kotze ab. Ach so, ich habe das Herz der Sittengeißel noch. Okay, da. Was mache ich dann jetzt? Ach ja, genau. Wo habe ich denn
Nein, Kleidung. Wo hatte ich denn meine Vanir-Klamotten hingepackt? Dann kann ich die schon mal kleinem Wurm geben. Habe ich die in meinen Kleiderschrank gepackt? Jo. Zieh die einfach schon mal an. Muss nämlich sagen, ich finde auch, dass die ziemlich cool aussehen. Also diese Vanir-Klamotten, ich finde, die sehen einfach ziemlich cool aus. Auch wenn ich jetzt hier das Mittelschwere habe und nicht wie Heinrich das Schwere, wobei hier das obere ist schwer. Aber ich bin ja einfach eher ein Fan von den mittelschweren Sachen, weil ich lieber ein bisschen agiler im Kampf bin. Wir haben da auch schon mal drüber geredet, bei The Witcher ist das eigentlich ähnlich. Er hat da immer die Bärenrüstung gemacht und ich hatte dann aber letzten Endes trotzdem noch die Wolfsrüstung zum Beispiel, weil die so mittelschwer ist. Ich bin lieber halt im Kampf ein bisschen wendiger. So. Aber falls ihr es gerade gehört habt, Heinrich ist gerade anscheinend noch gerade so entkommen. Zumindest lacht er sich gerade kaputt. Derjenige, der mich beschützte, den habe ich da gelassen. Oh, du bist ja ein richtiges Kameradenschwein. Das war ich schon verletzt. So, Ritter Sporn. Du kriegst jetzt andere Klamotten an. Weil du musst jetzt. Du bist meine Tauschklamotte. Du bist Tauschklamotto für mich. Wo sind denn die Handschuhe, sag mal? Da noch. Das heißt, ich brauche noch Vanir-Handdinger. Also, ich finde ja, mir steht das besser. Absolut. Mir steht das definitiv besser. So, aber dann bringe ich mal die schweren Eisenklamotten nach oben. Ich glaube, Heinrich hat sich noch gar nicht angeguckt, wie gemütlich das hier mit dem schönen großen Teppich vor unserem Bett ist. So. So, aber dann brauche ich noch Vanir-Handschuhe. Ach, hätte ich auch da gucken können, ob ich die da drin habe, meine Güte. Da sind sie doch. So. Sehe ich nicht schick aus. Oh yeah. Gut, ja. Das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn ich jetzt nur so ein bisschen was gemacht habe. Ich denke, in der nächsten Folge dürfte auch der liebe Heinrich wieder dabei sein. Genau. Genau, nächste Folge dürfte der Heinrich wieder dabei sein. Der wird dann auch nochmal hierher spawnen. Ich werde vielleicht noch ein bisschen was vorbereiten, während er auf dem Weg ist. Und dann werden wir, oder vielleicht zeigen wir euch das auch gar nicht. Ne, dass wir dann einfach dann starten, wenn er wieder hier ist. Und zieht aber eine ganz schöne Fresse hier, sehe ich gerade. Lächel doch mal, Tussi. Genau. Jetzt habe ich da meinen eigenen Faden verloren. Genau, also ich denke mal, wir werden nächste Runde damit starten, wenn Heinrich hier ist. Und dann werden wir uns in den Norden beamen. Ihr habt uns ja netterweise nochmal mitgeteilt, in welchem Quadranten das Sternmetall zu erwarten ist. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit ich nicht nochmal in die Kommentare reinschauen muss. Dann hattet ihr uns noch einen Dungeon mit Eisriesen genannt, wo die sind. Werden wir mal schauen, ob wir sie auch bei Gelegenheit anschauen.
Ja. Also, durch euch und auch einfach, weil wir noch ein bisschen Lust haben, werden uns so schnell, wird uns der Stoff für die Folgen nicht ausgehen, auch wenn wir jetzt schon auf dem höchsten Level sind. Es wird bestimmt noch dauern, bis wir das Ende spielen. Joch, also bis dahin. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns doch. Schaut vielleicht auch mal in die anderen Videos vom Heinrich rein. Lasst gerne einen Kommentar da. Likes freuen wir uns auch immer. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.